behandelt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Große Anfrage der Kollegin Dr. Daniela Sommer, weitere Kolleginnen und SPD-Fraktion zum Thema sektorenübergreifendes Entlassmanagement sowie insgesamte Entwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung in Hessen. Vornehmen. 202423 zu 201425. Beginnt wieder die Frau Kollegin Dr. Sommer. Bitte sehr, Daniela. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wie sieht ein adäquates Entlassmanagement aus? Wer hat mit wem wie zu kommunizieren? Wie ist die Anschlussversorgung bzw. wie können Hilfsmittel organisiert werden, um die optimale Betreuung von Patienten zu ermöglichen? Diese und weitere Fragen treten beim Entlassmanagement auf. Entlassmanagement, auch als Pflegeüberleitung oder Überleitungsmanagement bekannt, hat zum Ziel, Patienten ein abgestimmtes Versorgungsmanagement zu ermöglichen, also eine lückenlose Versorgung nach Entlassung oder Verlegung aus einer Gesundheitseinrichtung sicherzustellen. Und das funktioniert nur, wenn die Sektoren, also stationäre und ambulante Angebote, miteinander kommunizieren, kooperieren, den Patienten gemeinsam betrachten und als teamorientierte, multiprofessionelle Aufgabe verstehen. Gerade nach einer akuten stationären Behandlung ist dies immens wichtig, um für die Zeit danach medizinische, pflegerische, soziale sowie Rehabilitationsaspekte im Sinne und zum Wohle des Patienten berücksichtigen zu können. Es ist deswegen notwendig, vor der Entlassung medizinische Informationen an nachbetreuende Organisationen und Einrichtungen zu übermitteln, also einen Informationsfluss zu haben und auch die notwendige Vorbereitung in der Anschlussorganisation zu gewährleisten. Doch das Problem ist, dass ambulante und stationäre Sektoren bislang abgegrenzte Bereiche sind. Die Schnittstellen sind oftmals, haben keine Kontinuität der Versorgung. Und vielleicht haben Sie schon einmal etwas darüber gehört, über den Terminus blutige Entlassung. Die Verweildauer in Krankenhäusern wird immer kürzer. Manche Patienten werden nach Hause entlassen, obwohl sie die Wunden noch nicht verheilt sind oder sie sich nicht alleine versorgen können. Damit ihre Gesundheit nicht gefährdet wird und die Gesundheit der Patienten nicht auf der Strecke bleibt, braucht es eben ein gutes Entlassmanagement, meine Damen und Herren. Und bisher sieht die Versorgungsrealität für die Patientinnen und Patienten auch hier in Hessen nicht so positiv aus. Das Entlassmanagement ist hier nicht ausreichend geregelt, und es gibt auch keine einheitlichen Strukturen, obwohl man natürlich sagen muss, das Problem ist, dass das Entlassmanagement für Einrichtungen einen zusätzlich enorm bürokratischen Aufwand bedeutet, der eben nicht in den DIGs, und über die haben wir uns ja schon öfters mal unterhalten, nicht entsprechend abgebildet wird. Und eigentlich gehört das Entlassmanagement in die Regelversorgung. Leider gab es aber keine Einigung der Verhandlungspartner, sodass es jetzt nur lediglich einen Rahmenvertrag dazu gibt. Und gerade weil das so schwierig ist, muss man in den Ländern schauen, wie sieht das Entlassmanagement aus, wie ist das aufgestellt und wie kann das Land das unterstützen. Und hier passiert in Hessen einfach zu wenig, meine Damen und Herren. In Hessen gibt es singuläre Projekte. Das Land Hessen unterstützt 8 Maßnahmen von Kreisen und Städten sowie Einrichtungen, die sich vorbildlich auf den Weg gemacht haben bezüglich des Entlassmanagements bzw. eines umfassenden Case-Managements. Das Land Hessen unterstützt diese 8 Projekte finanziell. Das ist gut, aber das ist eben zu wenig und deckt die Bedarfe in Hessen nicht ab. Wir wissen, und das haben wir in der vorigen Debatte schon gehört, dass Sie ohnehin davon überzeugt sind, dass das Aufgabe der Kliniken und ambulanten Träger ist. Darüber lässt sich aber trefflich streiten, denn das Gesundheitswesen im Land braucht eine Steuerung. Ich frage mich, wo ist Ihr Steuerrat, Herr Minister? Bislang steuern Sie nicht. Applaus
Auch wenn Sie vielleicht auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe warten, sind andere Länder bereits aktiv. Deswegen würde ich mich freuen, von Ihnen heute mal vielleicht zu hören, was das Landesgremium § 90a gemacht hat, wie die Ergebnisse aussehen. Bereits 2016 im Oktober wurde der Arbeitsausschuss über eine sektorengreifende Notfallversorgung eingerichtet. Zudem gibt es auch einen Arbeitskreis Bedarfsplanung zur sektorenübergreifenden Versorgung. Und im November 2018, als Sie Staatssekretär im Ministerium waren, hat der Arbeitskreis beschlossen, im Dezember darauf einen Katalog von Leitfragen zu entwickeln, festzulegen, die Ergebnisse dann schließlich mit Handlungsempfehlungen zu diskutieren. Und deswegen ist unsere Frage, wie lauten die Frage, welche Ergebnisse haben Sie erzielt und welche Handlungsempfehlungen, nach denen Sie jetzt arbeiten können, liegen denn vor? Da würden wir uns heute eine Stellungnahme von Ihnen wünschen, Herr Minister. Am 6. Mai 2019 fand die erste Sitzung dann mit Ihnen als Minister statt, eine weitere dann im Oktober 2019 mit der Beschlussfassung, einen Arbeitsausschuss sektorenübergreifende Versorgung in den Bereichen Gesundheit, Pflege und soziale Betreuung gemeinsam mit dem Landespflegeausschuss unter Leitung des Ministeriums einzurichten. Bislang ist es aber recht ruhig um diesen Arbeitskreis. Man hört nichts, und ich weiß von den Mitgliedern, dass sie sehr daran interessiert sind, dass es vorangeht. Deswegen frage ich Sie erneut, wie ist hier Ihr Plan, Ihre Vision, um in diesem Bereich voranzukommen? Was haben Sie initiiert? Auch hier hat man erneut das Gefühl, Sie kommen einfach nicht in Fahrt. Spannend ist aber, dass sich das Landesgremium mit seinem Arbeitsausschuss Bedarfsplanung mit einem Modellprojekt in Baden-Württemberg befasst hat. Vielleicht haben Sie ja da schon einmal erste Anregungen mitbekommen, die wir für Hessen nutzen können. Vielleicht sind Sie ja da auch ein bisschen besser informiert, weil schließlich wird das evaluiert und begleitet vom Institut für Allgemeinmedizin der Hessischen Goethe-Uni. Zumindest macht Baden-Württemberg aus Sicht der Experten eines deutlich. Es braucht einen politischen Auftrag, damit das Ziel einer guten Pflegeüberleitung von allen Mitstreitern anvisiert wird. Und deswegen noch einmal an Sie gerichtet. Wie lautet Ihr politischer Auftrag, Herr Minister? Um regionale sektorenübergreifende Versorgungsnetzwerke aufbauen zu können, braucht es Steuerungssystem, eine Entwicklung notwendiger Infrastruktur und Einreizsysteme. Die haben wir in Hessen hier auch nicht. Die fordern wir. Wichtig wären so etwas wie Primärversorgungszentrum, die ja unter anderem auch in diesen 8 geförderten Projekten sind. Hier können wir aus Schweden, aus den Wartzentralen lernen. Das sind die schließen Versorgungslücken. Das sind inter- und intrasektorale Zusammenarbeiten, also einerseits zwischen ambulant, stationär, Reha und Pflege und andererseits zwischen Fach- und Hausärzten. Das ermöglicht eine adäquate, bedarfsgerechte Versorgung, und das nicht nur in der Nachsorge, sondern für alle Menschen, die irgendwie Probleme oder gesundheitliche Erkrankungen oder mit, in einer älter werdenden Gesellschaft gut betreut werden wollen, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen kurz über PORT berichten. Das ist ein Projekt der Bosch-Stiftung in Willingen, aber auch an anderen Standorten in anderen Bundesländern. Das ist in der Analogie zu den Wartzentren. Das ist patientenorientiert, multiprofessionell, innovativ, bietet eine umfassende Versorgung zu den gesundheitlich relevanten und komplexen Bedarfslagen. Schwerpunkt ist hier die Koordinierung an den Schnittstellen zwischen ambulant und stationär und auch die Primär- und Sekundärprävention wird hier gefördert, und es ist immer auf den Patienten eine abgestimmte Versorgung. Das wäre wichtig, dass das weiter gefördert wird. Das ist ein Weg, um eine schnittstellen- und bürokratieärmere Gesundheitsversorgung zu etablieren und akute, kurative, medizinpflegerische, rehabilitative und präventive Versorgungsstrukturen zu verbinden und für Patienten Lösungen einer umfassenden Versorgung anzubieten. Deswegen ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die sich auf den Weg gemacht haben, auch ohne Zutun dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Ja, und wir dürfen gleich wieder hören,
Das kann man ja am besten vor Ort organisieren. Das ist auch sicherlich so. Aber ich möchte Sie trotzdem noch einmal daran erinnern, dass Sie als Landesregierung hier im Land Verantwortung tragen, damit Strukturen aufrechtgehalten, entwickelt und optimiert werden. Und dazu brauchen wir eine valide Kenntnis über bestehende und perspektivische Versorgungsbedarfe, Fehlanzeige bei dieser Landesregierung. Eine gesicherte, ambulante, insbesondere hausärztliche Gesundheitsversorgung sowie spezialisierte Versorgungsangebote, eine Steuerung dieser Angebote, eine Fehlanzeige bei dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Die digitale Unterstützung aller Versorgungsbereiche und Interoperabilität, auch hier Fehlanzeige bei dieser Landesregierung. Ein flächendeckend abgestimmtes Entlassmanagement und Case-Management, dessen rechtssichere Umsetzung hier in Hessen möglich macht, das ist ein zartes Pflänzchen. Und es reicht nicht, Herr Minister Klose im Rheingau beim Pressetermin des sektorenübergreifenden Entlassmanagements des St. Josef-Hospitals zu sagen, dass Patienten mit komplexen Hilfsbedarfen übergreifende interdisziplinäre Lösung brauchen und dass es wichtig ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Dafür muss man auch etwas tun, und zwar in ganz Hessen. Dafür, meine Damen und Herren, vermissen wir Ihre Vision und den Tatendrang dieser Landesregierung. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen, auch hier hat die Landesregierung noch ganz viel Luft nach oben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Über 150.000 € hat die Hessische Landesregierung in die Hand genommen, um ein erstes Pilotprojekt zu unterstützen, welches aus den erkannten Problemen bei der sektorübergreifenden Versorgung hervorgegangen ist. Weitere Projekte befinden sich in der Testphase und werden gefördert. Die Antwort der Hessischen Landesregierung zeigt deutlich auf, danke schön, dass mit diesen zusätzlichen Mitteln das Entlassmanagement deutlich verbessert und mit 1.145 zufriedenen Patienten auch belegt ist. Wir würden diesmal der Landesregierung sehr gerne sogar gratulieren, wenn sich da nicht einige Fragen aus den Antworten des Ministeriums ergeben, die sicherlich noch bei zukünftigen Diskussionen beantwortet werden können und auch beantwortet werden müssen. Denn dass die Krankenhausbehandlung ein Entlassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versicherten beim Übergang in die Versorgung nach einer Krankenhausbehandlung bereits als Gesetz seit 2017 schon besteht, nachzulesen in § 39 SGB 5.1a, muss angesprochen werden. Wir befinden uns heute in der Mitte des Jahres 2020 und diskutieren hier und jetzt tatsächlich über vereinzelte Pilotprojekte und Planungen der Landesregierung. Was ist in der Zeit von 2017 bis heute eigentlich geschehen, Herr Minister? Was genau möchten Sie nach dieser Zeit mit der Förderung solcher Pilotprojekte erreichen, wenn wir unter § 4 des Hessischen Krankenhausgesetzes bereits folgenden Text finden? Ich zitiere: Außerdem sind die Krankenhäuser im Interesse der durchgehenden Sicherstellung und Optimierung der regionalen Versorgung der Patientinnen und Patienten zur engen Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und den übrigen an der Patientenversorgung beteiligten ambulanten und stationären Diensten und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens verpflichtet. Zitat Ende. Auch in § 6 des Hessischen Krankenhausgesetzes ist Folgendes festgelegt. Als Ergänzung zu der ärztlichen Versorgung und zur Umsetzung des § 11 Absatz 4 des 5. Buchs Sozialgesetzbuch hält das Krankenhaus einen Sozialdienst vor. Er hat insbesondere die Patienten oder den Patienten in sozialen Fragen zu betreuen, zu beraten, geeignete Hilfen zu vermitteln und bei der Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen. Zitat Ende. Wir können hier nicht erkennen, welche Neuerungen die geförderten Pilotprojekte mit sich bringen, sind diese doch bereits mit klaren rechtlichen Vorgaben benannt. Auch gibt es auf kommunaler Ebene bereits soziale Dienste, die den Bürgern beratend zur Verfügung stehen. Hier sei aber angemerkt, dass diese
sozialen Dienste, so wie z.B. Sozialstationen, auch zu den freiwilligen Leistungen einer kommunalen Selbstverwaltung zählen und es im Rahmen der Finanzausfälle auf allen Ebenen durchaus zu der Situation kommen kann, dass kommunale Selbstverwaltungen diese Dienste aufgeben müssen. Denn genau das hört man, wenn man sich mit dem Finanzministerium über den Haushalt einer Gemeinde auseinandersetzt. Bei diesen Pilotprojekten hier muss man somit die Frage nach der Lösung der Probleme stellen. Die Antworten sind dann eindeutig. Man kümmert sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und verbessert bereits gesetzlich festgelegte Strukturen. Oder aber man vermarktet sich wieder einmal selbst, leitet ein Pilotprojekt ein, was den Tropfen auf einem heißen Stein gleicht. Genau das haben Sie wieder einmal getan, meine Damen und Herren von der Landesregierung, wieder einmal. Von dem inzwischen etablierten Gremium zur Diskussion sektorenübergreifender Versorgungsfragen haben wir jedenfalls noch nichts gehört. Vielleicht können Sie uns darüber noch aufklären. Und so dürften wir davon ausgehen, dass man in diesem Gremium bisher zu noch keinem Ergebnis gekommen ist. Ihre Hoffnung derzeit basiert darauf, was allgemeine soziale Dienste der hessischen Kommunen, der Sozialdienst, der Krankenhäuser und der Gesundheitsämter in der Vergangenheit nicht ausreichend geschafft haben. Sie wollen das mit lokalen Gesundheitszentren bewältigen, deren Kosten Sie dann auf Kosten der flächendeckenden stationären Versorgung ausbauen wollen. In diesem Zusammenhang fällt in Ihrer Antwort dann das wohlklingende Wort Krankenhausstrukturfonds. Dieser steht aber in Wahrheit nicht für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung, sondern eher für Bettenabbau und Krankenhausschließungen. Es werden neue Strukturen geschaffen, für die Geld und Personal aufgewendet werden müssen. Dies ist dem zuletzt besprochenen Gesetzentwurf der LINKEN gar nicht so unähnlich. Ein Problem wird richtigerweise erkannt und dann über mehr Bürokratie versucht, eine Lösung zu erreichen, was am Ende zu mehr Problemen statt zu weniger Problemen führt. Wenn man das anspricht, bekommt man von den Grünen und LINKEN gesagt, man wolle den Menschen in Not nicht helfen. Das Gegenteil ist der Fall, und ich weise das auch in schärfster Form von uns, dass so etwas behauptet wird. Man hört uns nur leider oftmals nicht zu oder vielleicht auch nur den Schluss der Rede. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nur unterschiedliche Wege, die wir gehen wollen. Kommt noch. Sie werden in meinen Reden oftmals auch die Antworten finden. Tatsächlich prüft eine sorgsam. Hören Sie doch einfach mal zu, dann könntest du hinterher sagen. Tatsächlich prüft eine sorgsam arbeitende Landesregierung zuerst die bereits vorhandenen Ressourcen, um dann mit eher kleinen Änderungen und gegebenenfalls mit einem Ausbau die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, Erfolge weiter umzusetzen und Irrwege konsequent zu beenden. Das ist einer der Wege. Bei Ihrer Politik aber entstehen statt Transparenz, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit leider immer neue Strukturen, bei denen dann die wesentlichen Probleme wiederum in den Hintergrund geraten. Eines dieser wesentlichen Probleme sind die erheblichen Defizite im Bereich der Pflege und der Plätze in der Kurzzeitpflege. Müssen Sozialstationen schließen, weil die Kommunen diese freiwilligen Leistungen nicht mehr erbringen können, verschärft sich diese Problematik noch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Ihr Management so gut sein kann und auch mit neuen Strukturen teuer aufgebaut und der Erfolg guter Netzwerke bei der Begleitung von Patienten völlig verpufft, solange die nachgelagerten, eben angesprochenen Probleme nicht gelöst sind. Hierzu zählt auch der Fachkräftemangel in diesen Bereichen, worüber wir bereits ausgiebig in den letzten Wochen diskutiert haben. Dabei bleibt es aber nicht, meine Damen und Herren, denn das Problem der Realisierbarkeit beginnt schon um ein Vielfaches früher, nämlich bei den Basics, beim digitalen Netzaufbau. Für die Datenübertragung zwischen Krankenhaus und Ärzten wird eine schnelle und sichere Verbindung benötigt. Und nun kommen wir alle aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dieser Ausbau ist in Hessen noch immer nicht abgeschlossen. Und es gibt im neu geschaffenen Digitalministerium, möge man besonders aufhorchen, es gibt tatsächlich noch vereinzelte Krankenhäuser und Arztpraxen, die sich nach wie vor im digitalen Mittelalter befinden. Und wo man schon froh sein muss, dass angesichts der in Hessen vorherrschenden grünen Politik nicht berittene Boten Patientenbriefe zustellen müssen. Solche Pilotprojekte mögen somit öffentlichkeitswirksam sein. Und wie bereits früher schon ausgedrückt, CDU und Grüne sind in werbewirksamen, vom Bürger bezahlten Imagekampagnen wirklich nicht zu schlagen. Aber damit schaffen wir nun einmal keine Basisvoraussetzungen. Genau diese sind aber wichtig. Also
analysieren und bewerten Sie die Probleme der Krankenhäuser vor Ort und vor allem der kommunalen Selbstverwaltung, um nachfolgend mit der Opposition gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie strukturiert und professionell Abhilfe von Problemen geschaffen wird, welche uns alle betreffen und die auch zwingend gelöst werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Das Wort hat der Abgeordnete Pürsün, FDP, Freie Demokraten. Bitte. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Sinn und Zweck des sektorenübergreifenden Entlastmanagements ist es, die Patientensicherheit und die Behandlungsqualität zu steigern. Das soll geschehen, indem die stationären mit den ambulanten Bereichen besser vernetzt werden. Informationsflüsse sollen optimiert werden. Die Antwort auf die Große Anfrage zieht eine äußerst positive Bilanz für das hier in Rede stehende Pilotprojekt im Rheingau, obgleich in der Antwort auf Frage 4 steht, aufgrund der bislang recht kurzen Projektlaufzeit können derzeit noch keine Angaben über eine landesweite Übertragung der Projektergebnisse gemacht werden. Auch stehen die Evaluationsergebnisse noch aus. Ich wage einmal eine Prognose. Das Projekt bewährt sich, und trotzdem wird es vermutlich noch einige runde Tische oder Gutachten brauchen, bis diese Information dann auch bis zur Landesregierung durchgedrungen ist. Und was das bedeutet, das ist im Prinzip klar geworden bei der Großen Anfrage, die wir davor besprochen haben. Da hat ja die werte Kollegin Funken gesagt, das sei ein Schwerpunkt, die Geburtshilfe. Kollegin Anders hat gesagt, das sei ein Fokus. Also, wenn wir Schwerpunkt und Fokus haben von den regierungstragenden Fraktionen, dann passiert praktisch überhaupt nichts. Was passiert denn eigentlich, wenn dem nicht so ist? Und interessanterweise haben wir ja auf unsere Hinweise, warum steht nichts im Haushalt, keine Erwiderung bekommen, weder von den Fraktionen noch vom Minister. Und als wir die Zeitlinie vorgetragen haben, 2016, 17, 18, 19, 20, wurde nur gesagt, ja, habt ihr nicht mitbekommen, dass es Corona gibt? Nein, Sie haben nicht mitbekommen, dass es einen Hebammenmangel gibt, und Sie wollen nichts dagegen tun. Im vergangenen März waren wir mit dem Sozialausschuss in Dänemark und konnten uns dort von dem Gesundheitssystem überzeugen lassen. Dort ist kein Patient beeindruckt, dass ein Arzt einen Tag vorher alle wesentlichen Informationen zu seinem Krankheitsverlauf hat. Dort ist das nämlich Standard. Dort hat jeder Patient ein Profil auf dem bereits 2003 eröffneten Gesundheitsportal. Da läuft alles online und digital. Auch der Austausch von Patientenakten mit Befunden, Medikationen oder Röntgenbildern. Und es hat sich bewährt. Wenn dieser Informationsfluss für die dänischen Bürgerinnen und Bürger nützlich ist, kann diese Idee bald 20 Jahre später ja auch einmal in Hessen ankommen. Die Antwort der Landesregierung verrät auch, dieser Informationsaustausch und Fluss kommt sowohl den Patienten als auch den Ärzten zugute. Die Ärzte können sich so auf die Patienten besser einstellen und vorbereiten. Die Ärzte, die übrigens in der Pandemie hervorragende Arbeit geleistet haben. Meist lagen der Blick und auch die Unterstützung während der Corona-Krise bei den Krankenhäusern. Aber die niedergelassenen Ärzte, die tagtäglich viele Patienten versorgt haben, haben uns einen großen Dienst erwiesen. Und das, obwohl sie mit einem staatlichen System aus den 90er Jahren arbeiten mussten. Testergebnisse sollten gefaxt werden, und noch heute legen sie für jeden Patienten eine physische Akte an. Die Ärzte, die schlecht bis gar nicht mit Schutzmaterial ausgestattet wurden. Die Ärzte, denen dann aus Angst vor Ansteckung die Patienten fernblieben. Die Ärzte, denen man dringend mal Danke sagen sollte. Wir müssen sicherstellen, dass diese Ärzte in das Entlastmanagement einbezogen werden. Davon profitieren alle. Das zeigt die Antwort. In der Großen Anfrage ging es auch um die sektorenübergreifende und flächendeckende Gesundheitsversorgung.
Ich möchte auch an dieser Stelle die Rolle der niedergelassenen Ärzte betonen. Ohne die es nämlich eine sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung nicht geben kann. Auch diesem Bereich des Gesundheitswesens, die selbstständige Tätigkeit von Ärzten mit ihrem Praxispersonal, gilt es zu stärken. Wir können und wollen darauf nicht verzichten. Zurück zu der vorliegenden Anfrage. In Antwort zu Frage 22 bis 24 heißt es, die Landesregierung schafft jedoch gezielt Fördermöglichkeiten der Digitalisierung, die die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Das finden wir natürlich gut. Aber wir sagen auch ganz deutlich, Herr Staatsminister Klose, Worte alleine reichen nicht. Es muss dringend nachgebessert werden. Das hat die Pandemie gezeigt. Wir hoffen sehr, dass Sie aus dem Projekt im Rheingau die richtigen Schlüsse ziehen, und bitte nicht erst irgendwann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Dr. Ralf Norbert Bartelt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Übergang von der stationären Versorgung in die ambulante Versorgung ist eine sensible Situation für den kranken Menschen. Die Behandlung soll an einem anderen Umfeld qualifiziert fortgesetzt werden. Und dieses muss oft angepasst werden, und der Patient benötigt dazu Hilfe. Das SGB V verpflichtet die Kliniken, durch ein Entlassungsmanagement den Übergang in die Anschlussversorgung zu organisieren und zu sichern. Wir blicken auf eine beeindruckende Entwicklung in den letzten Jahrzehnten zurück. Trotzdem besteht auch heute noch Handlungsbedarf. Es ist nicht alles so, wie es sein sollte. Noch 1988 hieß es im Gesetz, der Kliniksozialdienst regelt den Übergang in die Pflege. Hiermit war damals meist die Suche nach einem Heimplatz gemeint. Das ist heute Gott sei Dank anders. Das moderne Entlassungsmanagement basiert auf dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz aus 2015. Es gab den Kliniken Recht und Pflicht, Nachbehandlung mit Arzneimitteln, Hilfsmitteln, Krankenpflege, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu veranlassen und zu verordnen. Es beauftragte gleichzeitig die gesetzlichen Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft, einen Rahmenvertrag zur Organisation dieses Entlassungsmanagements auszuhandeln. Dieser trat erstmals am 01.10.17 in Kraft. Er wurde durch Änderung, Weiterentwicklung am 12.12.18 verbessert. Dieser verpflichtet nun die Kliniken, den Bedarf des Patienten umfangreich und frühzeitig zu erfassen, einen Entlassungsplan aufzustellen, Pflegebedürftigkeit feststellen zu lassen, Rehabilitation und Haushaltshilfen zu organisieren und mit den Leistungsträgern und mit den Kostenträgern das operative Vorgehen zu vereinbaren. Das Entlassungsmanagement soll patientenindividuell sein. Es soll teilhabeorientiert sein. Der Patient soll ein Dokument hierüber erhalten. Wenn dieses flächendeckend so umgesetzt wäre, würden wir die Debatte heute wohl nicht führen. Es funktioniert dank des Engagements der Sozialarbeiter in den Kliniken und allen Beteiligten oft sehr gut, aber eben nicht überall und nicht flächendeckend. Auf Probleme bei der Umsetzung wurde bereits in einem Bericht im Deutschen Ärzteblatt 2018 hingewiesen. Als Ursachen für Defizite wurden mangelnde Personalausstattung in Kliniken, in Kliniksozialdiensten, nicht ausreichende Kommunikation mit den Pflegekassen und zu wenig Kontakte mit den ambulanten Leistungserbringern aufgeführt. Und hier eben setzen nun auf Landesebene Projekte und Förderung von Netzwerken an. Es sind also keine Parallelstrukturen. Es sind Maßnahmen zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages.
Das Land unterstützt Formen der Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Ärztenetzwerken. Ein vorbildliches Beispiel ist die Kooperation von St. Josephs Hospital Rheingau mit dem Ärztenetzwerk Gesundheitsnetz Rheingau. Hier wird auch die Pflege mit einbezogen. Das Projekt findet bundesweit Beachtung. Es wurde auch ein Aufnahmemanagement entwickelt. Dies betrifft Untersuchung vor der stationären Behandlung. In diesem Zusammenhang sind wir froh über die Einigung über die Kostenübernahme des prästationären Corona-Tests zwischen Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft. In Hessen werden weitere 6 Projekte der sektorenübergreifenden Versorgung unterstützt. Hier werden unter anderem das Entlassungsmanagement organisiert. Partner sind die kommunalen Träger, Gesundheitsnetze und die Kassenärztliche Vereinigung. Meine Damen und Herren, die sektorenübergreifende medizinische Versorgung hat im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen einen ganz hohen Stellenwert. So heißt es, auf Seite 15, dazu tragen auch eine stärkere Vernetzung der Versorgungssysteme und sektorenübergreifende Versorgung bei. Ambulante und stationäre Versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention, Rehabilitation, Pflege und palliative Medizin müssen enger verzahnt werden. Im Einzelnen bedeutet dies, was haben wir bisher gemacht und was werden wir weiterentwickeln? Im Gesundheitspakt 3.0 wird die flächendeckende ambulante medizinische Versorgung weiter gefördert. Praxisgründungen in mangelversorgten Gebieten werden unterstützt. Gesundheitszentren werden gefördert, Versorgungsassistenten werden gefördert. Das Onkologiekonzept der Zusammenarbeit von koordinierenden Kliniken und kooperativen Kliniken ist Vorbild für die Behandlung auf weiteren Gebieten. Wir werden dies fortsetzen, weiterentwickeln. So heißt es für chronische Koalitionsvertrag. Für chronische Erkrankungen werden Gesamtbehandlungsstrategien in Anlehnung an das Onkologiekonzept entwickelt. Der Diabetes ist hier als Beispiel erwähnt. In der Notfallversorgung werden Kliniken, niedergelassene Ärzte und Rettungsdienste auch organisatorisch enger zusammenarbeiten. Das Modell Frankfurt-Höchst ist hier ein Vorbild. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen hat hierzu in den letzten Monaten weitere Vorschläge erarbeitet, die wir sehr positiv bewerten. In unsere Überlegungen mit einbeziehen werden. Hilfen bei der Schwangerschaft und Geburt sind ein weiterer Schwerpunkt. Wir haben das im letzten Tagesordnungspunkt ausführlich erörtert. Wir haben kürzlich über die wichtige Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei Krisenintervention bei psychisch erkrankten Menschen diskutiert. Auch das ist eine Form der sektorenübergreifenden Behandlung. Und wir werden Anreize für Verbundstrukturen in der Krankenhauslandschaft weitersetzen. Wir wissen um die Rolle der Rehabilitationskliniken bei Versorgungskonzepten, hier insbesondere bei Anschlussheilbehandlungen, damit eben auch das Management der blutigen Entlassung, was Sie, Frau Kollegin Sommer, hier erwähnt haben. Meine Damen und Herren, wir werden die medizinische Versorgung sektorenübergreifend interdisziplinär durch qualifizierte Mediziner, Pflegekräfte und Versorgungsassistenzkräfte, Apotheken und weiteren medizinischen Berufen weiterentwickeln. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, ein wichtiger Schwerpunkt der Gesundheitspolitik dieser Landesregierung mit der Sie stützenden Fraktion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Nächster Redner ist der Kollege Markus Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Huch, bist du groß, Ralf Norbert. Muss ich unerfahren. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, vieles von den Aussagen von Frau Dr. Sommer lässt sich aus den Antworten auf Ihre Große Anfrage nicht ableiten. Beispielsweise Ihre These, dass zu wenig, zu spät oder zu langsam gehandelt wird bei der Frage des Entlastmanagements, kann ich nicht finden in dieser
Antwort der Landesregierung. Es wurde nicht einmal gefragt, Frau Kollegin Böhm. Ich kann nicht einmal erkennen, wir haben 127 Plankrankenhäuser. Ich will Sie nicht auf dumme Gedanken bringen, aber eine Frage wäre gewesen, wo ist denn beispielsweise kein Entlassmanagement in den 127 Krankenhäusern? Die Frage haben Sie ja nicht einmal gestellt. Sie haben nach allen möglichen gefragt, aber nicht nach dem. Die These also hier aufzustellen, die Landesregierung würde nicht wissen, was da passiert, ist schlicht also falsch. Jetzt lassen Sie uns noch einmal zu der Frage kommen, das Entlassmanagement, warum ist das so wichtig für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die nicht jeden Tag sozusagen sich in der Gesundheitspolitik tummeln? Es ist ganz wichtig deshalb, weil es um eine Behandlungskette geht, die nicht abreißen darf. Nach einer Operation in einem Krankenhaus muss die Reha, die Nachsorge, die Pflege sichergestellt werden. Und wer regelt das und wer ist dafür zuständig? Völlig überraschenderweise hat hier die Bundesregierung in einem Gesetz das Entlassmanagement umfassend reformiert. Und so wie die Jahreszahl ist, gehe ich davon aus, dass auch die SPD aktiv daran beteiligt war. Zumindest könnten Sie es sich recherchiert haben, dass Sie dazugehört haben. Und es ist so geregelt, dass dort die Krankenhäuser verpflichtet sind, Nachbehandlungen zu veranlassen und Leistungen zu verordnen. Verantwortliche Krankenhausärzte und Ärzte können nunmehr auch Arzneien, Verband, Heil- und Hilfsmittel verordnen, auch häusliche Krankenpflege oder Soziotherapie für einen Zeitraum von bis zu 7 Tagen verordnen und die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen. Das Ganze wird in einem Rahmenvertrag organisiert und veranlasst. Das Entlassmanagement ist zum 1. Oktober 2017, der Kollege Dr. Bartel hat es gesagt, verbindlich vereinbart worden. Jetzt wollen wir doch noch einmal kurz zu den Zuständigkeiten. Ich weiß, dass die Landesregierung auch für das schlechte Wetter zuständig ist, aber in dem Fall gibt es eine Rahmenvereinbarung, die bundesgesetzlich organisiert und initiiert wurde, dass die Krankenhäuser für das Entlassmanagement zuständig sind. Wenn wir Kritik und Krise feststellen sollten, sollten wir dann auch tatsächlich dorthin gehen, wo es nicht gemacht wird. Und dafür finde ich es eine interessante Initiative. Aber zu sagen, das Sozialministerium hätte hier Versäumnisse, geht ja direkt an die Adresse der Krankenhäuser. Ich bin gespannt an der Frau Dr. Sommer, ja, Sie zeigen mir die Krankenhäuser, wo das alles gerade nicht stattfindet. Dann werden wir der Sache auch gerne nachgehen. Die Frage ist doch nur, was kann also jetzt getan werden? Das Entlassmanagement haben wir ja schon gesagt, finden wir richtig. Die Krankenhäuser haben dafür Sorge zu tragen, dass es stattfindet. Ich finde auch, das, was es als ein konstruktives Pilotprojekt organisiert wird, dass dort besonders kreativ und konstruktiv auf ein Vorbild geschaffen wird für Krankenhäuser, denen die Kompetenz bisher gefehlt hat bei dem Entlassmanagement. Das finden wir also gut und richtig. Und die Landesregierung hat ja auch geantwortet, sobald da die Auswertung vorliegt, wird es versucht, auch so auszuwerten, dass die Gewinne daraus flächendeckend gestreut werden. Zweiter großer Themenkomplex dieser Anfrage war die sektorenübergreifende Versorgung. Auch hier ist es klar, dass da eine Menge getan wird. Ich sage mal, die Reform der Notfallversorgung wird angesprochen von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die eingesetzt worden ist von vielen von der Gesundheitsministerkonferenz. Die Sicherstellung der ambulanten Versorgung durch Krankenhäuser ist ein zweites Thema. Die gemeinsame fachärztliche Versorgung ist ein drittes Thema. Auch wie geht man von Hausarzt zu Pflege weiter um? Und schließlich fünftens für uns ein großes Thema ist die Frage der Psychiatrie, wie gelingt uns hier die stationäre Unterbringung hin zu einer ambulanten Versorgung hinzubekommen. All das sind Aufgabenstellungen, die bei der intersektoralen oder sektorenübergreifenden Versorgung gigantische Herausforderungen für die nächste Zeit sind. Ich finde in dieser Antwort der Landesregierung nicht einen Satz, wo gesagt wird, wir sehen das Problem nicht. Ich sehe auch nicht, dass Sie sagen, wir bleiben da untätig, sondern es wird angegangen, sobald Empfehlungen vorliegen. Alle Leute, Akteure sind an einem Tisch, die Kassenärztliche Vereinigung, die niedergelassenen Ärzte organisiert, für die auch hier von meiner Seite noch einmal herzlichen Dank für Ihre großen Anstrengungen, gerade jetzt bei dieser großen Herausforderung von Covid. 7 von 9 Covid-Patienten wurden bei niedergelassenen Ärzten ambulant behandelt. Deswegen auch von dieser Stelle noch einmal meinen herzlichen Dank an die Ärzte, wie großartig Sie hier zusammengearbeitet haben, auch mit den Krankenhäusern. In all den Punkten also sind die Akteure auch noch an einem Tisch. Die Landesregierung ist gewillt. Spätestens der Gesundheitsminister Klose spricht jetzt zum Schluss. Da werden wir noch hören, was sie noch Weiteres tut, die Landesregierung. Ich kann weder einen Unwillen feststellen, noch kann ich feststellen, dass es Versäumnisse gibt. Die Antwort der Landesregierung gibt es auch nicht her. Ihre Thesen, dass es noch nicht so weit ist, mag das irre sein. Ich bin der Meinung, natürlich ist wie jeder Prozess, der beginnt, der jetzt zum Oktober 2017 nun 2 Jahre sozusagen im Laufen ist, dass das besser werden kann. Das wird nie jemand bestreiten, weil alles kann besser werden. Und im Interesse des Patienten, dass auch tatsächlich die Behandlungsketten nicht reißen, werden wir uns auch dahin weiter engagieren,
dass das Entlassmanagement zusammen mit den niedergelassenen Akteuren vor Ort auch noch weiter besser wird. Insofern sehe ich den Dissens nicht, aber das schwarze Bild, was Sie an die Wand gemalt haben, wie spät, wie langsam und zu wenig das Land ist, Ihre übrige Kritik, die halt eigentlich nur zu langsam und zu wenig ist, eigentlich nur zu unkreativ, und ich finde sie zu langweilig, und eigentlich fehlt Ihnen auch die konkreten Vorschläge. Ich danke Ihnen.